Okay, wir gucken uns Zuschauer-Setups an, Leute. Wir haben hier im Discord den Zuschauer-Setup-Channel, wo ihr jetzt, ich glaube, eine Woche lang Setups reinschicken konntet. Ich habe ab und zu nur drauf geklickt. Ich habe mir aber die Setups noch nicht wirklich angeguckt. Wir haben sehr, sehr viele bekommen. Ich scroll natürlich nach ganz oben und da fangen wir an. Oh mein Gott, Alter, wie viele Nachrichten sind hier drin? Ich will mir jedes einzelne Setup angucken. Das ist das erste Setup. Vorher möchte ich ganz kurz sagen, ich werde natürlich niemanden, wenn irgendjemand ein Setup hat, was nicht so gut ist, dann lacht die Person nicht aus oder sonst was. Ich hatte selber, meine Bildschirme stehen auf Büchern, also mein Setup ist jetzt auch nicht das krasseste. Ich werde natürlich trotzdem, wenn irgendwas richtig trashig aussieht, vielleicht ein bisschen grinsen oder auch hart lachen. Aber keiner soll sich ausgelacht fühlen. Wir fangen einfach mal an. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hat auch den Discord. Hier ein cooles Headset mit am Start. Natürlich die gute RGB-Tastatur. Und hier unten eine hübsche Leiste. Gefällt mir. Ich glaube, ich rush auch ein bisschen durch bei den Setups, weil es sind sehr, sehr viele. Nicht schlecht, Herr Specht. Nächstes Setup. Ich habe tatsächlich, er hat sogar Boxen. Ich habe bei mir keine Boxen. Das ist richtig dumm. Ich wollte vorhin Musik laut abspielen lassen, habe das über meine Monitoren-Boxen gemacht und das klingt so schlecht. Aber egal, das Gehäuse sieht ganz geil aus auf jeden Fall auch. Hübsche blaue Tastatur und der geile Gaming-Stuhl mit am Start und natürlich heftiges Hintergrundbild. Crazy. Oh, hier haben wir jetzt von Rasendes Klo das Setup. Der ist natürlich, ey, das ist die gleiche Marke, von der ich auch meinen Bildschirm habe, mein Hauptbildschirm. Aber der ist curved, oder? Rasendes Klo macht mich fertig auf jeden Fall mit seinem Setup. Guckt euch das mal an. Alles in weiß, richtig angepasst, nur die Maus nicht. Er bräuchte meine Maus. Das Kabel ist nicht lang genug, aber egal. Und natürlich den besten Channel der Welt im Hintergrund auf. Das ist nochmal sehr, sehr nice. Sein Setup ist heftig. Ja, es ist ja alles in weiß. Wäre der Monitor jetzt noch weiß und das Mauspad und die Maus. Stellt euch vor, ich meine, die Regale sind weiß, die Wand ist weiß, sogar das, was in den Regalen drin liegt, ist weiß. WTF. Als nächstes von Suchtfern. Boot Michi. Oh, der hat die gleiche Maus wie ich. Hat auch den besten. Oh, lol, er spielt am Laptop. Lacht ihn alle aus. Nein, Spaß. Die Tastatur sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, das ist auch eine mechanische, oder? Auch mit RGB-Beleuchtung. Gleiche. Nee, nicht die gleiche Maus wie ich. Er hat die andere Version. Remastered. Ich frage mich, wie viel FPS er mit dem Laptop hat, weil der sieht ein bisschen so aus, als ob er älter ist, oder? Also mein Beileid, falls er mit 15 FPS spielt, auf jeden Fall. Aber ist ganz nice gemacht. Ich meine, eine Heizung auch direkt dabei. Wird auf jeden Fall nicht kalt im Winter. Als nächstes hier von Joystick. Er hat dazu geschrieben, hab 50 Euro die Rocket Compure und 50 Euro für die Kopfhörer ausgegeben. Beim Laptop weiß er den Preis. Ja, den Preis müsst ihr auch nicht mal mit reinschreiben. Gar kein Ding. Soll er nicht damit flexen. Noch ein Laptop-Setup tatsächlich, ne? Und er spielt auch mit der normalen Tastatur. Ich glaube, das finde ich schwierig. Ah, wobei, wenn man sich dran gewöhnt, dann geht's wahrscheinlich. Hat er das da angeschlossen? Kommt da auch Sound raus? Das wäre geil. So, als nächstes von ich war noch gar nicht dran. Bildschirm von 2011. Das berüchtigte Aldi-Headset mit der widerlichsten Audio. und sein neues Mikro, das Rode NT-USB. Die Rocket Kane. 120 Euro. Gibt es einen Rocket Kane? Oder hat er sich verschrieben? Kenne ich nicht. Rocket Kane. Gibt es ehrlich? Okay. Oh, er hat smarter gemacht. Er hat sein Bildschirm nicht auf Büchern stehen, sondern auf solchen Schubladenteilen hier. Kontrast ist auch nice. Die Maus ist heftig. Er hat noch ein Stream Deck dabei, aber dann die Tastatur sieht richtig wack aus irgendwie im Vergleich dazu. Aber hier noch die Box mit am Start und auch ein Mikro. Erst mal sein PC, der auf jeden Fall ganz geil aussieht. Und dann daneben, also manche Leute haben einfach heftigere Setups als ich, das ist ja krass. Da das Mikro, dann fetter Bildschirm und hier lernt er mal ein bisschen Erdkunde nebenbei. So, dann Matthias als nächstes. Guck mal, der Erste, der auch einen Mikrofonarm dabei hat. Hier noch sein Controller und dafür haben wir ein paar ältere Bildschirme, oder? Oder sehen die einfach nur so aus? Sieht aber nicht schlecht aus, Matthias. Der spielt ohne Mauspad. Okay, jetzt haben wir eine Transformation, 8-Monats-Transformation. Das war vorher. Junge, wie heftig ist das denn auch mit den Pedalen und dem Lenkrad? Aber nervt das nicht? Ah, ne, das kann man einfach abmachen, oder? Weil wenn er jetzt einfach nur mit Tastatur und Maus spielen will, ist das ja komplett im Weg. Aber ich glaube, das kann man easy abmachen wahrscheinlich. Warum hat er zwei Tastaturen? Warum steht der zweite Bildschirm so tief? Nutzt er den noch? Nee, oder? Erstmal hier drei Deos auch stehen. Ganz wichtig. Auf jeden Fall 8 Monate später sah das Ganze so aus. Das ist heftig. Ich dachte erst, die Bildschirme werden immer größer. Aber der ist einfach nur kleiner als die beiden. Warum hat er da so einen Hocker? Hat er immer die Füße da drauf? Das stelle ich mir richtig ungemütlich vor. Von Svenja, das Setup. Was ist... Warte, ist das der... Ist das der Stuhl? Steht einfach falsch rum? Ja, ne? Ich erkenne... Svenja, du musst mal deinen Schreibtisch aufräumen. Was ist denn los hier? Aber so sieht mein Schreibtisch leider auch immer aus. Aber was man... Also, was mir am meisten an dem Setup gefällt, ist auf jeden Fall, dass man hier ein Ryan Cole-Video sieht. Hier wahrscheinlich mein Discord. Und hier irgendwas auf Amazon. Was ist das wohl? Erkennt das wer von euch? Hier noch ein hübscher pinker Becher. Aber Svenja, wenn du das siehst, räum deinen Schreibtisch auf. Warum hast du 3 Deo-Flaschen... 2 Cremes oder 3 und ich glaube, sie hat irgendwas nebenbei gemacht oder so. Zockt man doch nicht. Zockt Svenja wohl? meint ihr, sie sitzt auf dem Boden, hat dann die Tastatur auf dem Stuhl und zockt so? Nein, Quatsch. Wahrscheinlich hat sie gerade irgendwas ausgepackt oder so. Ah, lol. Okay. Ups, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. So sieht's eigentlich aus anscheinend. Okay, nevermind. Aber was mich jetzt immer noch irritiert, ist die Tastatur. Ach, stimmt. Svenja hat, glaube ich, keinen Stuhl und spielt vom Bett aus, oder? Das heißt, hier ist wahrscheinlich das Bett und sie sitzt hier mit der Tastatur. Aber dann wird die Maus keinen Sinn ergeben, oder? Ich bin verwirrt. Steht da irgendwas bei?
Ah ja, doch, da. Ich zocke von meinem Bett aus, weil mein Stuhl Schrott ist und ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, mir einen neuen zu kaufen. Krass. Das stellt mir richtig ungemütlich vor, weil man immer so nach oben gucken muss dann. Dr. Bobby meint, das schlechteste Setup der Welt. Geht voll klar. Also jetzt mal no joke. Das ist noch nicht das schlechteste Setup der Welt. Er hat eine Tastatur, die vielleicht ein bisschen tragisch ist, aber der Rest geht voll. Maus sieht okay aus, dann hat er einen fetten Bildschirm und noch einen Laptop als Zweitbildschirm. Ich habe nicht mal einen Laptop. Das ist doch geil. Ja, wahrscheinlich ist das Setup von Dr. Bobby. Gar kein Google-Bild an dieser Stelle. Als nächstes eins Finno. Geil, Alter. Hier so ein Kuscheltier nebenbei stehen noch. Sieht auch ganz cool aus, ne? Oh, der Controller sieht auch nicht schlecht aus. Ich weiß bei manchen Setups gar nicht, was ich sagen soll. Ich kenne mich eh nicht aus. Aber sieht geil aus. Ich hatte früher auch so einen Bildschirm. Mein erster, zweiter Bildschirm war so einer. Der sah ungefähr so aus. So richtig alt und trashig, den irgendeine Freundin von meiner Mutter noch übrig hatte, nur damit ich zwei Bildschirme habe. So sah ungefähr, ich glaube, ich hatte sogar ganz am Anfang einen Röhrenmonitor als Zweitbildschirm. So sah ungefähr mein erstes Setup aus, als ich zwei Bildschirme hatte. No joke. Außer eine Funkmaus. Ich hatte nie eine Funkmaus. Ich will immer ein Kabel. Okay, mein Setup war doch nicht so, weil ich hatte nicht diese heftigen Boxen. Wollt ihr mal meine Boxen sehen, die ich habe, aber nie nutze? Warte mal. Wo sind die überhaupt? Ich muss aufräumen. Das sind meine Boxen, die ich habe. Aber die benutze ich nicht. Ich mache immer alles über Kopfhörer. Ich finde es immer geil, wenn alle so farbig alles abgestimmt haben. Weil er hat blaue Tastatur, blaue Maus, blaue LEDs, aber eine gelbe Laptop-Tastatur. Was ist da denn los? Oh, er hat mein Texture-Pack drin. Ehrenmann. Geil, Alter. Er hätte so einen Engel nebenbei stehen. Ist er an der Wand gemalt oder steht er da? Der den selber gemacht? Und was ist das hier? Oh, draußen regnet es. Das ist auch nicht so schön. Und hier ein bisschen am Hypixel Skyblock spielt oder was? Oh, Junge, Apple. Ein Apple-Monitor und Apple-Tastatur. Warte. Spielt er so? Hat er die Maus vor der Tastatur? Warum? So, von Charms das Setup. Hier ein kleines Mikro. Wie heißt das nochmal? Das kenne ich sogar. Aber naja, egal. Bester Channel der Welt auf. Und ich glaube, die meisten haben jetzt mehrere Bildschirme, oder? Das war eigentlich heftig. Er hatte auch einen. Aber viele hatten einfach zwei Bildschirme. Das ist krass. Ich hatte erst richtig spät einen zweiten. Svenja hatte auch sogar drei. Hier oben haben auch Leute drei Bildschirme gehabt. Also ich finde zwei auf jeden Fall mega praktisch. Ich könnte jetzt nie wieder nur einen haben. Wobei meine Freundin immer meint, ich wäre der größte Nerd, weil ich drei Bildschirme habe. Aber ich bin nicht alleine anscheinend. Sieht aber auch ganz nice aus. Schön clean gehalten. Schreibtisch ist vor allem ultra aufgeräumt, ne? Ich frage mich, ob das Mikro nervig ist, weil die Maus und Tastatur so weit weg sind dann. Ich hatte gehofft, dass das Huhn sein Setup reinschickt, weil der hatte alles auf Büchern. Aber der ist leider nie in den Streams. Der ist irgendwie, der mag mich nicht mehr oder so, keine Ahnung. Der hatte nämlich alles auf Büchern, damit er stehen konnte. Der ist irgendwie, ich glaube, 1,40 groß oder sowas. Und der hat wirklich, damit er am Schreibtisch stehen kann, alles auf Bücher gepackt. Sein ganzer Schreibtisch stand voll mit Büchern. Das war das legendärste Bild, aber ich habe das leider nicht mehr. Das ist nie im Leben ernst, also echt das Bild, oder? Wenn das Bild echt ist, bitte räum auf. Mein Zimmer sieht schon schrecklich aus, aber was ist das hier? Räum wenigstens die Wasserflasche zur Seite, dass du den Bildschirm ganz siehst. Ich frage mich, ob das für ihn nervig ist, dass sein Bildschirm so weit in so einem krassen Winkel steht. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Ich mag es auch, wenn PCs leuchten. Das Problem ist, meiner leuchtet, aber meine Scheibe vom PC ist links und mein PC steht links von mir. Das heißt, ich gucke auf die rechte Seite vom PC. Bringt also nichts. Oh, jetzt Aquarisu. Junge, wenn ich denke, dass meine Bildschirme auf Büchern stehen, ich hätte auch gern irgendwann sowas. Das ist einfach nur krank. Warum hast du drei Mäuse? Für jeden Bildschirm noch einen oder was? Es reicht ihm nicht, dass er die heftigsten drei Bildschirme hat, die er krass montiert hat. Er braucht auch noch drei Gaming-Mäuse. Zwei Rocket-Mäuse und eine Razer-Maus oder was? Was ist denn das für ein Flex hier? Junge, wie soll ich denn da auch eine PS4 finden? Guck, siehst du mal, wie dunkel dein Bild ist? Wo ist denn da die Ach, da, oder? Okay, weird flex, aber Tim möchte unbedingt, dass wir wissen, dass er auch eine PS4 hat. Da ist eine PS4, Tim. Super. Super, Tim. Super. Wow, Tim! Colin meint ja auch, X7 hat das heftigste Setup. Nee, warte mal, das ist gar nicht seins, oder? Ist das seins? Das hat doch jemand darunter geschrieben, ist das nicht Maxify Setup. Ist das Maxify Setup? Nächstes Mal muss ich den Leuten sagen, dass die irgendwie was im Hintergrund haben sollen, meinen Channel oder so, damit die keine Google-Bilder nehmen können. Das ist doch nie im Leben seins. Ich hätte gern so ein Setup. Das ist ja krank. So, als nächstes das Setup von Zocki. Junge, ich will auch so einen heftigen, wobei ich weiß nicht, ob ich das geil oder verwirrend fände. So einen richtig fetten Curved-Bildschirm, der so ultra breit ist. Spielt er wohl ehrlich so? Ist der Schreibtisch so klein? Ich hatte früher auch meine Tastatur so ein bisschen auf dem Bildschirm drauf, aber auf diesem unteren Teil, auf dem Bildschirm, auf der Bildschirmhalterung, weil mein Ding so klein war. Aber es gibt ja wirklich Leute, die so spielen. Aber das könnte ich mir nie vorstellen. Er hat zum Beispiel den besten Channel der Welt auf, aber im White Mode? Er nutzt nicht den Dark Mode. Warum? Lol, er spielt einfach am iPad alles, oder wie? Krass. Das krasseste Setup ganz EU-West schreibt er auch dazu. Das ist wirklich insane. Und hier ist wieder irgendwas. Achso, ja, wow. Lustig, Bobby. Das ist auch nicht echt, oder? Nee. Anti-Punk? Ist das dein echtes Setup? Oder ist das auch aus dem Internet? Was? Der mit White Mouse hatte mich nicht abonniert? Oh mein Gott, das meint er nicht ernst. Schaschlik. Er hat meinen Channel nicht abonniert. Leute, lasst gerne mal ein kostenloses Abo da. Also, wenn das ehrlich Anti-Punk-Setup ist, finde ich das auch heftig. Gerade mega entspannt, dass hier noch ein Bildschirm
hängt. Er hat einfach auch 4 Bildschirme. Wer braucht denn 4 Bildschirme, Mann? Ich brauche schon meine 3 Bildschirme, nicht immer. Wartet. Auch hier ein definitiv echtes Setup, was nicht von irgendeiner anderen Seite ist oder so. Ja. Vor mal, Natalie hat das reingeschickt und meinte im Stream noch, Ryan, kannst du dir bitte mein Setup angucken jetzt? Ich möchte, dass du nachgucken kannst, ob das Bild gut ist oder ob ich ein neues machen soll. Das ist auf jeden Fall das heftigste Setup hier. Guslem! Bestes Setup bis jetzt, nur weil ich gerade am Stream bin. Among Us Montag. Die sieht auch ganz entspannt aus, ne? Also, man erkennt nichts. Ich kann jetzt seinen Schreibtisch leider nicht stalken, das ist das Problem. Ja, und das Work-Setup von Natalie, was auch definitiv echtes. Nicht. Hier haben wir Richie, der Among Us spielt und meinen Stream aufhat mit Among Us. Richie, wenn du bei mir beim Among Us mitspielst, kannst du meinen Stream nicht aufhaben. Du siehst doch, ob ich Imposter bin oder nicht. So ein Cheater. Nico schreibt einfach nur rein, no flex. Hö, so klein ist das Bild. Junge, ich erkenne nichts. Weiß nicht, ob das echt ist. Bin mir nicht sicher. Er hat hier auch ein paar LEDs, man erkennt leider nicht so viel. Was habt ihr eigentlich mit euren Schreibtischen, dass sie nicht aufgeräumt sind? Kannst du die Bücher nicht wenigstens normal stapeln? Leg dir doch einfach auf einen Stapel. Was ist das? Aber auf jeden Fall eine nice Razer-Maus, geile LEDs mit dazu und den Laptop. Wenn er den Schreibtisch aufgeräumt hätte, wäre das Setup richtig nice. Aber ja, das 1:1 der gleiche Bildschirm, den ich habe, Leute. Ich weiß nicht, wie der genau heißt, aber da müsste auch was stehen in der Ecke. Aber man erkennt es nicht. Aber er hat einfach den gleichen, lol. Jetzt das Setup von Sven. Sven spart ja momentan auf ein 1800-Euro-Lenkrad. WTF. Sven, hättest du nicht meinen Stream? Sven. Ich glaube, ich sehe mich da sogar. Ich bin, glaube ich, gerade live. Er hat das Bild gemacht, hat ein Spiel gespielt und einen anderen Streamer aufgehabt. Ich sehe doch mich hier oben. Das bin ich. Ich bin gerade live, Sven. Guck mal meinen Stream. Du hattest 2 Tabs offen, glaubst du? Sven? Sven, du hast einen Tab auf. Lüg mich nicht an. Ich sehe das hier. Nein, Quatsch, ist doch nicht schlimm. Warte, das hatten wir schon. Habe ich gerade ein Google-Bild nochmal entlarvt? Ja, guck mal, hier sieht man sogar, dass es ein Google-Bild ist. Das ist auch ein Google-Bild gewesen hier. Das hatten wir ja schon. Guck mal, hier wurden alle gebastet. Maxi, was ist los mit dir? Warum hast du Pennywise als Hintergrundbild? Aber er hat die gleiche Maus wie ich. Das ist auch genau das gleiche Modell. Stellt euch vor, ihr sitzt nachts in eurem Zimmer. Es ist 0 Uhr. Alles dunkel und ihr seht das Bild. Warum? Guck mal, und da hat er noch sein Bett. Er liegt da nachts im Bett und wenn er seinen PC noch anhat, dann sieht er einfach das. Wer will so nicht einschlafen? Wie geil alle mal Kuscheltiere da haben. Das bräuchte ich auch. Ich will auch ein Kuscheltier. Oh, smart. Sein Headset hat er einfach über seinem Mikrofonarm. Und irgendwann muss da noch ein zweiter Bildschirm hin. Ich glaube, dann wäre das ganz geil, oder? Also einer passt da auf jeden Fall safe noch hin. Und er hat hier sogar so einen Dingens. Ich weiß nicht, ob er da gut drankommt an seinem Whiteboard, aber ich will auch unbedingt ein Whiteboard in meinem Zimmer haben. Junge, zweimal den geilsten Kanal der Welt auch noch auf hier. Und auch eine gute Erhöhung für die Bildschirme. Und seinen Stuhl noch mit dazu. Ist auf jeden Fall besser als mein Stuhl. Hier haben wir auch meinen guten, Twitch-Stream, während ich aber offline bin. Oh, Junge, das ist ja richtig schmal. Ist das überhaupt ein Schreibtisch? Das passt gerade so perfekt da drauf, ne? Aber nicht schlecht. Man arbeitet mit dem, was man hat. Wow, Alter! Das ist wirklich der heftigste PC, den ich bis jetzt gesehen habe. Switch, PC, Kuscheltier darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier der Rest. Guck mal, er hat fast das gleiche Kuscheltier wie der davor, oder? Da, das ist das eine. Das ist das andere. Okay, sieht doch nicht so gleich aus. Sein Setup besteht anscheinend einfach nur aus einer Maus. Timon, was ist da los? Womit spielst du denn? Wo ist dein PC? Low Budget. Wenn man sich nur eine Maus leisten kann und einfach so tut, als ob man einen PC hat. Richtig geil, einfach mit Paint noch seinen Dingens hier reingeschrieben. Aber ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Schön alles angepasst, ne? Alles leuchtet grün sogar, das Hintergrundbild. Oh mein Gott, ich hatte recht bei Timon. WTF. Oh mein Gott, er hat wirklich da keinen PC und sowas stehen. Er hat einfach... Oh Junge, was ist das denn? Oh Junge, Yoshilias kommt jetzt mit seinem anderen Flex hier. Der macht ja auch Musik nebenbei, wie man definitiv gar nicht erkennt auf jeden Fall. Das ist krass, das Setup. Junge, ist das dieses... Ist das das... Welches Mikrofon hat Yoshilias? Ist das dieses Shure SM7-Dingens da für 500 Euro? Yoshilias! Junge, das will ich auch haben. Okay, und da haben wir nochmal das Klavier... Nochmal das Klavier mit dem heftigen Bild hier. Stimmt, aber nur 2 Bildschirme und die stehen nicht mehr auf Büchern. Bildschirme nicht auf Büchern stehen haben. Stellt euch vor. Alle haben auch immer ein heftiges Headset mit dabei. 2 Mäuse mit am Start. Ja, noch hübsche Blumen. Das gefällt mir. Ich will ja Yoshilias Mikrofon haben. Darauf komme ich nicht klar. Das macht mich ein bisschen eifersüchtig. Das hätte ich auch gerne. Viele haben echt diese Leiste hier. Richtig gut. Er hat das gleiche Hintergrundbild wie ich. Einfach dieses Standard-Windows-Ding. Müsste ich eigentlich mal ändern. Hier hätte noch mein Channel sein können. Aber naja. Geiles Setup. 398, aber das kostet normalerweise 459 anscheinend. Und ist gerade runtergesetzt auf 398 in den Warenkorb. Schnapper.
Du Angst, dass ich dir meine Adresse leake. Oh Junge, bestes Setup bis jetzt für den ganzen Boards, die er hier hat. Warum hat er so viele? Aber sieht geil aus. Also die Boards. Das Setup ist auch nicht schlecht, aber die Boards. So, dann haben wir Leon als nächstes mit seinem KDA-LOL-Hintergrundbild hier. Dann, was sind das hier für Puppen? Star Wars? Star Wars? Pop? Was ist Pop? Ah, Overwatch! Junge, er sammelt auf jeden Fall ordentlich Figuren hier. Ich bin überrascht, was ihr teilweise alle für heftige Mikrofon-Setups auch habt. Also ich hatte früher ein Billig-Headset für 10 Euro und habe damit mit meinen Freunden League of Legends gespielt. Und ihr habt sowas hier. Das Mauspad ist auch geil. Oh, er hat sogar eine Beleuchtung mit dazu. Junge, Leon. Oh, das Headset hatte ich auch mal. Genau das hier sogar. Hier noch eine Schüssel, keine Ahnung, was da drin ist. Müsli oder so. Das sieht richtig schön aus, wie einfach so ein ganz entspanntes Kinderzimmer. So hätte mein Setup auch früher aussehen können. Nur noch hässlicher. Keine Bilder an der Wand hätte gehabt und auch nicht so ein schönes Regal. Was ist das für ein Würfel? Wie funktioniert der? Und was ist das für ein Pinguin? Da sind auch ein paar viele Kisten auf jeden Fall unten mit am Start. Aber nice. Junge, er sieht doch nichts wegen dem Mikrofon, oder? Das bedeckt ja den halben Bildschirm. Aber da ist auch ein Laptop sogar mit dabei, oder? Man erkennt es nicht. Oh, da noch ein zweiter Bildschirm. Stellt euch vor. Gar kein Google-Bild. Warte, nee, es ist ehrlich nicht. Ich dachte, es wäre ein Google-Bild, aber das ist ehrlich Panda-Setup. Der hat ja genau diese Tastatur und sowas. Panda-Setup finde ich ganz geil, ne? Rick and Morty-Figur hier mit am Start. Dann die drei Bildschirme, Junge. Was hast du für einen riesigen Schreibtisch auch noch mit dabei? Und zwei Tastaturen. Ich dachte wirklich, das wäre ein Google-Bild erst. Einfach ein Kühlschrank als PC. Es ist wirklich ein Kühlschrank. Ein zweiter Monitor noch. Wird ein bisschen eng, glaube ich, ne? Der Struggle mit einem kleinen Schreibtisch, kenne ich. Vor allem die Farben passen ja zu deiner Grafikkarte und allem. Oder nee, das spiegelt sich da drin nur, oder? Ich bin ein bisschen dumm, ich weiß es nicht. So sehen meine Kabel auch bei mir aus. Das ist immer richtig blöd. Setup sieht geil aus und die Kabel ruinieren das dann immer so. Das ist bei mir genau das Gleiche. Guckt ihr gerade ein Anime im Hintergrund? Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist halt ein Laptop einfach. Ich hätte auch gerne einen Laptop. Ist das ein Google-Bild oder ist das ein richtiges Setup? Junge, wie geil ist denn die Wand hier? Und wie geil ist denn, dass er alles in Rot hat? Rotes Hintergrundbild, roter PC, rote Tastatur, rote Maus, roter Stuhl. Und was ist das unterm Schreibtisch? Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist auch rot. Sogar das Skateboard ist rot. Nebenbei noch ein bisschen am Essen hier. Nicht schlecht. Ey, das Mauspad sieht nicht schlecht aus, oder? Was ist das für ein Mauspad? Sein Boden ist auch ganz geil. Vergesst das Setup. Wie geil ist denn dieser Boden, bitte? Oh ja, weiter runter scrollen. Oh, wir nähern uns dem Ende, glaube ich. Warte mal, nur aus Interesse. Oh, es kommt noch ganz viel. Warum kommen noch so viele Setups? Wie soll ich denn das hinkriegen alles? Oh mein Gott, okay, ich muss wirklich mehr durchrushen. Wir rushen durch, wir rushen durch. Lol, hier sitzt man im Auto, hier sieht man das Auto von draußen. Wie geil ist das denn? Gleiche Mausweg, geile weiße Tastatur und hier noch ein Auto. Ich glaube, Golem Troll mag Autos, Leute. Oh, Nudeln. Junge, ich kriege richtig Hunger jetzt. Vor wie viele Bilder er reingeschickt hat davon. Junge, hier unten noch Boxen. Hier nochmal ein Laptop mit Maus. Das ist krank, das ist krank. Mach halt noch, er hat ein ganzes Fotoshooting direkt gemacht mit seinem Setup. Er schickt, weißt du, alle schicken so ein oder zwei Bilder rein, er macht ein ganzes Fotoshooting zu Hause hier. Aber ist ganz geil, auch mit den LEDs dahinter. Wie viele Leute auch ein Lenkrad mit dabei haben, das ist krass. Hier noch die Schulaufgaben nebenbei mit am Start auf jeden Fall. Er hat auch alles einzeln fotografiert, auch ein fettes Fotoshooting hat er auf jeden Fall gemacht, der Lord Spike. So, das Etui ist geil. Nein, steht da sein Name drauf? Ist das sein Name? Hat er seinen Namen geleakt? Rolle Cardoso seinen PC reingeschickt. Er hat einfach keinen Bildschirm. Ja, er wollte einfach nur mit seiner PS5 flexen. Er auch, alles klar. Okay. Jaron lacht mich immer aus und meint, ich wäre schlecht in Minecraft, glaube ich. Stimmt das, Jaron? So, ein Headset hatte ich früher, habe ich aber nie getragen. Die sind so kacke, diese Headsets, so richtig ungemütlich und alles. So, aber halt auch günstig und so. Also so eins hatte ich auch früher. Was sind das für Flecken auf dem Tisch? Was ist da passiert? Farbflecken? Hey, schon wieder er? Hat er sein Setup nochmal umgestellt? Ja, so sah das erst aus. Und was hat er jetzt gemacht? Jetzt ist das so. Ich fand das davor besser. Ja, ich fand das hier besser. Ich habe lieber drei Bildschirme so nebeneinander. Oder hier muss noch ein vierter hin. So gefällt mir das von der Symmetrie her nicht. Hier muss noch ein vierter wieder hin. Dann ist perfekt. Dann haben wir noch den guten Deluxe. Einfach auch aus dem Stream heute nicht aufgeräumt. Das geht aber noch. Das sind ja nur ein paar Kabel. Geht doch voll klar. Controller nochmal schön da nach vorne gelegt, ne, für den Flex. Es ist dieses Level-Up-Ding mit dieses Koffein-Teil da, wofür Trimax und so mal Werbung gemacht haben. Ist es das? Aber wie geil ist denn der Mini-Ventilator? Oh, da war ich AFK. Ärgerlich. Oh, er hat die gleiche Tastatur wie ich, oder? Logitech G910. Oh, das Setup gefällt mir auch ganz gut, weil erstens haben wir Big Shoko Swagger auf Spotify. Dann haben wir Hi Ryan hier stehen. Das ist auf jeden Fall auch ganz geil. Und dann... Oh, lol. Einfach das Headset auf die Maus angepasst. Ist das Deadpool? Geiles Setup. Auf jeden Fall hat der Klopapier. Das war eine Zeit lang echt selten, ne? Viele haben auch Laptop und Bildschirm kombiniert. Ist eigentlich ganz smart. Oh Gott, okay, das ist ein weirdes Bild. Das ist ein bisschen weird jetzt. Oh, ein Yu-Gi-Oh! Mauspad noch mit dabei. Oh, aber das ist eigentlich ein ganz geiler Raum. Ist da...
Ist da ein Bett drüber? Hey, wie geil ist das denn? Er hat einfach ein Hochbett und dann unter dem Bett sein Setup. Ist natürlich RIP, wenn das Bett irgendwann einbrechen sollte, ist sein Setup auch weg. Aber das passiert ja eigentlich nicht. Ja, das feiere ich. Das ist richtig geil. Der hat auch ein geiles Mauspad, glaube ich. Was ist das? Utopia. Ist das ein Chaos-Flow-Mauspad? Nee, sieht aber nicht schlecht aus. Das Game-Over-Schild finde ich aber ganz geil hier. Und was ist das für ein Skin? Auch mit zwei Tastaturen mit am Start, warum auch immer. Ich erkenne halt nicht so viel, aber das, was man sieht, sieht halt nice aus. Boah, Jeanard, Alter. Heftiges Setup. Was ist das denn? Krank. Darum bin ich in Minecraft so scheiße, schreibt er noch. So, jetzt haben wir Ulles Setup. Stimmt, der hat jetzt auch einen Greenscreen. Oh Junge, das stelle ich mir richtig eng vor, oder? Der hat den Greenscreen ja direkt hinter sich. Stört der Ulle ist AFK, ne? Stört der Greenscreen da nicht ab und zu? Ich hatte meinen ja auch immer so richtig nah hinter mir. Er ist noch nebenbei schön am Essen hier. Das war Ulle, weißt du? Er guckt sich meinen Stream an, isst nebenbei ganz entspannt und schickt dann auch so sein Setup rein. Mit dem Essen drauf. Was ist das da? Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber es sieht heftig aus. Ist das ein PC? Das ist ein PC, aber was ist das hier? Gehört das zum Gehäuse? Alter, was ist das hier? Da kann ich nichts zu sagen. Ich verstehe nicht, was ist. Oh, der Programmierer hier mit am Start, ne? Ein Bildschirm so gedreht hier für den langen Text, den man da dann aufhat, auf jeden Fall. Der Flex, er hat einfach noch 9 Euro. 9 Euro extra dazugelegt, damit das Setup teurer ist. So wäre das Setup wack, aber durch die 9 Euro ist es richtig krass geworden. Alter. Gibi hatte früher immer nur einen Laptop, glaube ich, ne? Gucken, was aus Gibi geworden ist jetzt hier. Gibi, früher netter, sympathischer Typ mit einem schlechten Laptop. Heute abgehobener Zuschauer mit einem heftigen Setup. Spaß. Aber das Setup ist ganz nice. Hier so zwei kleine Miniboxen mit am Start. Da, der PC sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Hier haben wir noch seine Beine mit drauf. Da hat er es nochmal im Dunkeln gezeigt. Und dann nochmal den PC einzeln. Gefällt mir. Junge, Gibi, wenn du jetzt noch zwei Bildschirme hättest, stell dir vor, wie krank das wäre. Das ist das Beste hier in der Mod-Ansicht, den Stream gucken. Nochmal mit dem Mod flexen. Was ist das? Ah, eine PS4. Okay. Schlechtestes Setup der Welt, schreibt er. Ja, aber du hast ein... Yo, hier noch so ein MacBook daneben liegen, ne? Aber schlechtestes Setup. Sind das Brezel? Lecker. Das ist ein Minecraft-Dungeon-Poster. Noch eine geile Pinnwand. Und noch mehr Snacks. Was sind das? Sind das Energy-Drinks? Und wo guckt die Kamera hin? Guckt die so? Aber sieht auch ganz geil aus. Auch wieder zwei Mäuse mit am Start und eine geile Pinnwand noch im Hintergrund. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bestes Setup der Welt haben wir auch nochmal hier, ne? PS4 mit Kinderschokolade. Nice. Dann, oh, jetzt ist Jannis dran. Jannis erstmal seinen Standort noch geleakt, ne? Osnabrück. Ja, Jannis. Warum tut ihr mir das an? Der hat das vor einer halben Stunde, vor 40 Minuten hat er das Bild reingeschickt. Anstatt, dass er meinen Stream dabei aufmacht, guckt er sich einen anderen Stream an. Willst du, dass ich mich in den Schlaf weine oder was? Erstmal weg damit, Alter. So ein Assi, dieser Jannis. Er ist so eine Frechheit, ey. Und der ist auf YouTube-Mod. Nehme ich ihm erstmal weg nachher. So, von Rhombus Maxim das nächste Setup hier. Jetzt perfekt gemacht. Jetzt ein Bildschirm, aber dafür alles auf einem Bildschirm drauf. Mein Channel und Minecraft. Mehr braucht man nicht. Oh, lol, ist das nicht eine von diesen neueren Mäusen? Von, wie heißt die Marke nochmal? Hyper irgendwas oder so? Die richtig leicht sein soll, weil die so durchlöchert ist? Oder bin ich dumm? Oh mein Gott, das ist das Hintergrundbild. Ach, das wäre ein Google-Bild, aber er hat hier sogar nochmal seinen Namen stehen. Das Setup ist krank. Junge, das ist heftig. Wie schön er diese Akustikmatten dann auch nochmal beleuchtet hat hier und alles. Hier unten sogar noch was zum Headset aufhängen. Ich hätte nicht mal Lust gehabt, das alles so aufzubauen, aber wie krass ist er denn? Kannst du bitte mein Setup auch aufbauen und auch vielleicht bezahlen, weil ich kann mir das nicht leisten. Ja, dann das Setup von Existenz. Definitiv auch echt und kein Google-Bild. Jetzt mal Real Talk, wäre das dein Setup, wäre das heftig, weil du hast schon öfter gegen mich in Minecraft gewonnen. Wenn du damit gegen mich in Minecraft gewinnst, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist das auch dein Setup-Existenz. Warum ist der Bildschirm nicht an? Warum ist hier nicht mein Stream auf Jeanard? Jeanard, was soll das? Warum hast du zwei Tastaturen? Ah, das sind Fernseher einfach, ne? Ja, deswegen die zwei Fernbedienungen hier. Lol, sitzt du auf einem Gymnastikball immer vor dem PC? Jetzt mal no joke, ich wollte auch mal anfangen, mich auf einen Gymnastikball eventuell dabei zu setzen. Aber nicht immer. Aber sitzt du immer auf einem... Ja? Oh mein Gott, er sitzt immer auf einem Gymnastikball. Wie heftig ist das denn? Und du hast zwei Mikrofone. Ich erkenne die Maus nicht. Das sieht ein bisschen aus, als ob die Maus ein Auto ist. Hier so die Räder, wisst ihr? Und dann... Lol, stört das Kabel nicht? Ah ne, ist das ein Headset-Kabel, was du aufhattest? Oder ist das immer hier? Aber auf dem Laptop auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Channel auf. Hier ein kleiner Kaktus, mein kleiner grüner Kaktus steht drin auf dem PC. Und hier eine aufgemalte Sonnenblume, glaube ich, ne? Rhombus hat nochmal sein Mauspad reingeschickt. So sieht meins auch immer aus. Richtig dreckig, aber ich mache es immer sauber, bevor ich ein Handcam-Video mache. Rainbow Six Siege. Der sucht die auf jeden Fall an dieser Stelle. Stört dich das Mikro eigentlich oder guckt man da dann drüber? Oder verdeckt das so einen Teil des Bildschirms? Ich weiß, dass meins immer früher einen Teil meines Bildschirms verdeckt hat oder auch mein Mikrofonarm. Und das hat mich bei manchen Games richtig gestört. Colin hat nochmal seins hier reingeschickt. Zack. Zack. Junge, was hat er denn für eine Perspektive hier genommen? Colin, hast du auch ein Fotoshooting gemacht oder was ist das? Warum hat er sein ganzes Zimmer jetzt gezeigt? Die Decke ist aber ganz geil.
Und auch der Monitor, den ich habe. Nee, ist nicht genau der gleiche. Ist nicht genau der gleiche. Weil er hat einen fetten roten Strich hier. Bei mir ist ein kleiner roter und dann noch alles andere schwarz hier. Fertig! Jawohl! Von vorne? Jetzt nochmal von vorne anfangen? Nee, ich bin durch. Wir haben uns jetzt eine Stunde 13 Setups angeguckt. Show.